Heute sprechen wir über eine Plattform, die es dir ermöglicht, ortsunabhängig zu arbeiten, Geld zu verdienen und den Grundstein für deine Agentur zu legen. Und die Rede ist von Fiverr. Falls du neu bist auf meinem Kanal, mein Name ist Tyler und ich habe letztes Jahr mit meiner Agentur über 100.000 Euro Umsatz erwirtschaftet und dieses Jahr werden es definitiv mehr sein. Und ich war selbst vor 3 oder 4 Jahren Seller auf Fiverr, habe Webdesign-Services verkauft und mehrere tausend Euro über Fiverr verdient. Ich springe gleich an den PC, da zeige ich es dir. Und ich bin ein sehr guter Kunde von Fiverr oder von den Freelancern auf Fiverr, weil ja, ich habe mir Logos dort machen lassen, ich habe meine Webseite dort designen lassen, ich habe wirklich mehrere tausend Euro in den letzten Jahren dort ausgegeben und ich liebe den Service auch als Kunde. Vorab, es ist egal, ob du bereits ein High-Income-Skill wie Webdesign, Performance-Marketing, Copywriting, Video-Editing kannst oder auf der Suche bist und nach Inspiration suchst, welchen Skill du denn gerne lernen möchtest. Das beides geht auf Fiverr und ich zeige dir auch, wie du das machen kannst. Auf Fiverr ist es definitiv möglich, sich ein Einkommen von 100.000 Euro plus ortsunabhängig aufzubauen. Das passiert nicht von heute auf morgen, das passiert auch nicht mit einer 4-Stunden-Woche, aber es ist definitiv möglich, weil die Plattform entwickelt sich immer weiter und als ich vor 3-4 Jahren dort gestartet habe, ging es schon richtig ab und aktuell, vor allem wegen den letzten 2-3 Jahren, viel Remote-Arbeit, viel Freelancer-Arbeit, ist das Ganze noch gewachsen. Wem würde ich das Ganze empfehlen? Ich würde das Menschen empfehlen, die Bock haben, sich eine Agentur aufzubauen, die Bock haben, sich selbstständig zu machen, aber zu viel Angst vor der Akquise von Neukunden haben, weil du kannst dir mit Fiverr eine unabhängige Leadquelle aufbauen. Das heißt, wenn du gut auf Fiverr rankst, dann wirst du Leads bekommen, dann wirst du Menschen bekommen, die Interesse an deiner Dienstleistung haben und dann musst du das Ganze nur noch verkaufen und am Ende fulfillen, aber du musst nicht zwingend den Hörer in die Hand nehmen und wildfremde Leute anrufen, die Menschen melden sich dann bei dir. Und der zweite Punkt ist, du kannst deine Skills verbessern. Vor allem, wenn du noch gar keinen Skill hast, so wie ich das damals hatte, habe ich Fiverr genutzt, um einfach diesen Skill an praktischen Beispielen zu lernen und dafür sogar noch Geld zu bekommen. Aber auch, wenn du schon einen Skill hast, ist es einfach gut, verschiedene Projekte anzunehmen, verschiedene Projekte zu machen, um deine Skills weiter zu schärfen. Kurz erklärt für die Leute, die nicht wissen, was Fiverr ist. Fiverr ist ein internationaler Marktplatz, wo Freelancer ihre Dienstleistungen anbieten können, aber auch Menschen Dienstleistungen kaufen können. Und dadurch, dass es ein internationaler Marktplatz ist, sind auch die Preise relativ gering, weil am Ende des Tages konkurrierst du gegen Menschen aus Ländern, wo die Lebenshaltungskosten nicht so hoch sind, wo auch die Löhne nicht so hoch sind und dementsprechend 300 Euro dort viel mehr wert ist als 300 Euro hier. Nichtsdestotrotz gibt es viele Menschen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die auf Fiverr nach Freelancern gucken und denen ist es teilweise sogar wichtig, dass der Freelancer aus Deutschland kommt und auch Deutsch spricht. Deswegen brauchst du keine Angst haben, dass du keine Aufträge bekommst, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich relativ schwer, dort an die 3, 4, 500.000, 1 Million Euro Umsatzmarke zu kommen. Kurzer Disclaimer noch von meiner Seite aus zu Fiverr. Ich stelle euch die Plattform natürlich heute vor, weil ich glaube, manche Menschen haben einfach einen simpleren Einstieg in das Thema Selbstständigkeit und Agenturbusiness durch Fiverr. Aber nichtsdestotrotz führt an manueller Akquise meiner Meinung nach, wenn du ein Millionen-Business aufbauen möchtest als Agentur, nichts vorbei. So, wir sind jetzt mal an meinen PC gesprungen und ich zeige euch das Ganze jetzt mal in real life, wie das Ganze aussieht. Ihr geht einfach mal auf die Seite fiverr.com, dann werdet ihr euch wahrscheinlich anmelden müssen als Seller. Das zeige ich euch jetzt nicht, das ist wirklich selbsterklärend. Und dann meldet ihr euch an und dann gebe ich euch jetzt mal einfach mal meinen Prozess mit, wie ich an sowas rangehen würde, wenn ich von null auf starten würde. Vorab, nur damit ihr Bescheid wisst, ich habe immer noch mein Profil, da können wir gerne mal draufklicken. Da seht ihr, ich bin Level 1 Seller. Auf Fiverr gibt es verschiedene Stufen von Sellern. Also du bist ein neuer Seller, dann bist du Level 1 Seller. Wenn du ja bestimmte Orders erreicht hast, bestimmte Bewertungen erreicht hast, bist du Level 1 Seller, Level 2 Seller und dann gibt es Top-Rated Seller und dann gibt es Fiverr's Choice. Das sind so die hochwertigsten, qualitativsten, die auch am besten ranken auf der Plattform. 24 Reviews, wow. Ich habe hier noch einen Facebook-Gig offen. Die Webdesign-Gigs habe ich leider gelöscht, sonst könnte ich sie euch zeigen. Ja. Member since September 2020, wie gesagt, 3 Jahre ist es her. Last Delivery 2 Jahre her, genau. Description, aber nur um euch zu zeigen, dass das, was ich sage, auch wirklich stimmt. Wir gehen jetzt mal hier auf Earnings und da sehen wir knapp 2000 Dollar über Fiverr umgesetzt, also 170, 80 Euro, 1700 Euro, je nachdem, was der Wechselkurs da war. Die Sache ist die, ich habe auch viele Deals, die ich über Fiverr bekommen habe, nicht über Fiverr abgewickelt, weil Fiverr schon sehr, sehr hohe Service Fees nimmt, also irgendwie 10, 20% von deiner Seite und dann nochmal 10% von der Seite deines Kunden.
Will Fiverr nicht, hast du auch von mir gerade nicht gehört, aber am Ende des Tages ja, musst du Fiverr das Stück geben, was Fiverr auch verdient hat. 100% Fiverr ist der Grund, ja, warum ich mit dem ganzen Ding überhaupt starten konnte. Aber andererseits, ja, denkst du dir, okay, 20% von 2000 Euro sind dann doch schon ganz viel. Lassen uns doch das Projekt, wenn der Kunde damit einverstanden ist, einfach außerhalb vom Fiverr abwickeln. Das funktioniert dann auch. Du musst eine gute Symbiose für dich finden, weil am Ende des Tages willst du auch, dass du auf der Plattform gut rankst, auf jeden Fall. Jetzt gehen wir mal auf die Buying-Seite, also wenn du Käufer sein willst. Du willst ja verkaufen, aber trotzdem ist es verdammt wichtig zu verstehen, wie die Plattform funktioniert. Und ich gebe dir jetzt meine Denkart mit, wie ich es geschafft habe, relativ schnell auf Fiverr hoch zu ranken. Nämlich, das erste ist, ich würde mir, wenn ich du wäre, erstmal eine Nische suchen. Wie ich das gemacht habe, ist so, also du siehst hier oben die ganzen Nischen. Grafikdesign und Graphics und Design. Gibt es extrem viele Dienstleistungen, die du kaufen kannst sozusagen. Digitales Marketing, Writing und Translation, Video, Animation, Musik und Audio. Also kannst von links nach rechts gehen. Tendenziell ist es so, links sind die am häufigsten gekauften, am häufigsten gesuchten und wo der Demand am höchsten ist. Und nach rechts sind die, die relativ neu kommen und wo der Demand noch nicht so groß ist. Heißt jetzt nicht, dass du unbedingt hier was machen sollst und hier nicht. Aber einfach nur dazu Bescheid, weil hier ist das Suchvolumen, die Käufe und generell das Volumina, was an Umsatz geht, über Fiverr sehr, sehr hoch. Und hier ist es nicht so hoch. Aber heute mache ich alles anhand einer Person, die noch gar nicht weiß, was sie gerne anbieten möchte und eine Nische sucht, mit der sie starten kann und ein Skill sucht, mit der sie starten kann. Und so wie ich das gemacht habe, ich mache das jetzt am Beispiel von mir, von dem Zeitplan von vor 2-3 Jahren, wie ich das gemacht habe. Ich habe nämlich geschaut, okay, ich habe mir gedacht, ich will Webdesign anbieten, weil ich glaube, Webdesign, brauchen viele, Webdesign ist ganz gut und Webdesign kann man gut Geld verdienen. Das waren meine Gedanken damals, mehr nicht. Dann bin ich hier auf Graphic Design gegangen, habe nach Webdesign gesucht, okay. Website Design, sehr gut. Klicken wir mal drauf. Es sind 28.000 Seller hier, die das Ganze anbieten. Ist schon weniger Konkurrenz als bei Logo Design. Logo Design ist wirklich schon sehr, sehr schwer auf Fiverr, weil das jeder anbieten kann. Dann habe ich mir angeschaut, okay, ich will ja nicht nur Webdesign an sich anbieten, sondern es gibt ja verschiedene Tools, mit denen man das machen kann. Wix, Elementor, Divi, Squarespace, Webflow etc. pp. Und dann habe ich mir angeschaut, okay, 28.000 Leute sind trotzdem viele, mit denen man competen kann. Und hier siehst du schon einige Gigs von Leuten, die hier über 200, 300, 400 Reviews haben. Gegen die ist es schwer zu competen, vor allem wenn es viele sind. Dann habe ich mir gedacht, komm, ich niche mal ein bisschen down. Ich guck mal, was es sonst noch so gibt. Dann habe ich mir das Ganze angeschaut. Website-Typen, nee, hat mich nicht so interessiert. Plattformen und Tools. Okay, welche Plattformen werden dann auch genutzt? WordPress, Figma, Wix. Und dann kannst du hier schon sehen, okay, bei WordPress sind es nur 11.000. Also ist noch relativ hoch, das größte. WordPress, eins der größten CMS-Systeme da draußen. Shopify, Wix, okay. Und dann bin ich auf Squarespace gekommen, weil ich gesehen habe, hey, da sind nur 1.895. Damals waren es sogar noch weniger. Damals waren es, glaube ich, knapp 1.000. Dann habe ich da drauf geklickt, habe mir gedacht, okay, hab mir die alle mal angeschaut, hier sind sogar teilweise Leute, die Wix anbieten oder die alles anbieten, also Wix inklusive, hab mir das Ganze angeschaut, gesagt, okay, weißt du was, ich glaube in dieser Nische Webdesign mit Squarespace auf Fiverr habe ich eine Chance, relativ schnell gut zu ranken und nach oben zu kommen. Weil am Ende des Tages willst du, wenn die Leute deine Dienstleistung suchen, willst du am Ende des Tages auf der ersten Seite sein, damit du Impressions bekommst, am Ende des Tages auch die Klicks bekommst und jemand bei dir bucht. Dann habe ich mir das also angeschaut, habe mir gedacht, okay, habe für mich sozusagen einen Algorithmus entwickelt und habe gesagt, okay, alle Dienstleistungen, ich bin alles durchgegangen, nicht nur Webdesign, alle Dienstleistungen, die unter 600 Anbieter haben, die sind mir zu klein, weil zu wenige Anbieter heißt natürlich auch nicht so viel Konkurrenz, aber es heißt auch, vielleicht ist auch einfach nicht so viel Demand in dem Markt. Wenn nur 5 Leute was anbieten, dann werden wahrscheinlich auch nicht so viele suchen, deswegen bieten es nicht so viele an und deswegen wirst du auch keine Anfragen bekommen, egal ob du auf Seite 1 bist oder nicht. Deswegen habe ich gesagt, mindestens 600 Anbieter sollen in der Nische sein, aber bestenfalls nicht mehr als 4.000 oder 5.000, weil dann ist die Nische noch klein genug, dass ich in dieser Nische wirklich competen kann und relativ schnell auf Seite 1 komme. Und dann, wenn du dir einen Service ausgesucht hast, wie zum Beispiel Webseitendesign und Squarespace, dann erstellst du dir erstmal ein Seller-Profil. Das ist auch sehr, sehr einfach. Das gehe ich jetzt nicht Klick für Klick durch. Und erstellst dir erstmal ein Seller-Profil, das, was ich dir gerade gezeigt habe, und füllst das Ganze erstmal aus. Du gibst dir einen guten Namen, du gibst dir eine geile Headline, We Create Ad Campaigns, okay, das ist falsch, We Create Websites That Get Results, sozusagen. Dann ein Bild,
bitte ein Bild von dir nehmen, ein gut geschossenes Bild von dir nehmen, weil am Ende des Tages gibt es auf Fiverr auch viele Scammer und die Menschen wollen einfach nur einen Menschen sehen, mit dem sie arbeiten. Deswegen nimm auf jeden Fall ein Bild von dir. Ganz kurz in deine Description pack rein, was du da machst, aber fang nicht an mit einem Roman. Wenn du Erfahrung hast, pack sie rein. Wenn nicht, dann brauchst du es auch nicht unbedingt. Hier steht einfach nur We Are Square Minds, so hieß es, so habe ich es damals genannt. A web design agency from Germany. We help companies to get new customers and talents through conversion-oriented state-of-the-art web design in Squarespace and thrive on making our clients smile. Fertig, das war's. Das ist wichtig, aber jetzt auch nicht total kriegsentscheidend. Und dann packst du erstmal alles rein, was du machen kannst. Und hier gibt es einige Tests, sage ich mal, und Languages, die du angeben kannst. Also füll alles aus, so gut wie du kannst. Und ich habe, glaube ich, sogar einen Test absolviert, weiß ich gar nicht. Also wenn du einen Test absolvierst, dann wird der hier auch angezeigt, es gibt so Fiverr eigene Tests. Ist auch immer ganz gut, wenn du irgendwelche Tests bestehst, einfach nur, dass dein Profil noch komplettierter aussieht und ja, die Menschen, die Käufer oder die Interessenten auf der Webseite merken, okay, dieser Seller, der macht sich Gedanken über sein Profil, der ist am Start und das ist ein seriöser Anbieter und steht ein Mensch dahinter und nicht irgendjemand anders. Dann machst du folgendes, du erstellst einen Gig auf Fiverr. Du siehst hier, ich habe noch einen Facebook-Ads-Gig, den ich damals erstellt habe, einfach nur auch Jux, weil ich ja wieder mal Bock hatte, ein bisschen was auf Fiverr zu machen sozusagen. Ein Gig ist das, was die Leute sehen, ein Gig ist sozusagen das Angebot. Das alles hier sind verschiedene Gigs, die bestehen aus einem Thumbnail, die bestehen aus einer Headline und wenn du draufklickst, klick jetzt mal auf meinen Gig drauf, dann siehst du auch, dass da noch ein bisschen mehr ist. Also Headline, Thumbnail, kannst du hier ein paar Referenzen reinpacken und du kannst auch eine Description reinpacken about this Gig, also was du da anbietest. Natürlich alles auf Englisch. Du kannst auch auf Englisch machen und dann auf Deutsch machen, machen auch andere Seller. Und beschreibst du deinen Service so gut wie möglich, dann hast du drei verschiedene Pakete. Die packst du dann einfach, also die drei verschiedenen Pakete entwickelst du dann einfach. Ich zeige dir auch, was du als Vorlage nehmen kannst. Und genau, dann hier siehst du zum Beispiel, hier ist dein Profil. Das erstellst du dann, weil das ist dein Angebot. Dann nimmst du diesen Gig, den du gerade erstellt hast, kopierst dir den Link raus für diesen Gig, den hier, und gehst auf Facebook, in Facebook-Gruppen, wo Fiverr-Seller aktiv sind und postest da einfach deinen Gig rein und sagst, hey, wäre cool, wenn ihr diesen Gig euch anschauen könntet, dass ich Views bekomme und wenn ihr diesen Gig liken könntet, damit ich Likes auf diesen Gig bekomme, weil wenn du Likes auf deinen Gig bekommst, dann wird er tendenziell besser gerankt, als ja, wenn du keine Likes hast. Ich zeige euch das mal bei einem Gig von anderen. Und du siehst hier, dieser Gig wurde über 1800 Mal gespeichert. Das signalisiert einfach auch, wenn es in diesem Sinne ein bisschen fake ist, dass dein Gig relativ beliebt ist und das erhöht deine Chance, dass du auf Fiverr relativ hoch rankst mit deinem Gig. Dann solltest du, wenn du deinen Gig erstellt hast und ihn in diese Facebook-Gruppen gepostet hast und er ein paar Likes bekommen hat, solltest du dein günstigstes Paket vor allem am Anfang auf 5 Euro setzen. Das ist das günstigste, was du machen kannst, oder 5 Dollar. Und dann schickst du diesen Gig deinen Freunden, deinen besten Buddies und sagst, hey, ich gebe dir sogar die 5 Euro, kauf einfach diesen Gig. Die schließen die ganze Order ab auf Fiverr. Du gibst mir ein gutes Review und vielleicht postest du noch ein Foto davon, damit ich dieses Foto als Review nehmen kann und ja, pushst sozusagen die Reviews deines Gigs nach oben. Der eine wird jetzt sagen, ja okay, das ist fake. Der andere wird sagen, hey cool, das ist eine geile Idee. Ich sage euch einfach nur, was sehr, sehr gut funktioniert, weil am Ende des Tages, je nachdem wie kompetitiv deine Nische ist, ist es verdammt schwer, wenn du ein Seller mit null Reviews bist, wenn keiner dich bewertet hat, keiner was gekauft hat, deine ersten Sales zu machen. Und das kann ich auf jeden Fall pushen. Also du sollst auch nicht 100 Leuten Bescheid geben und hunderte Fake Reviews da haben, aber 2, 3, 4, 5 solltest du definitiv schon machen. Wie gesagt, es muss mit dir und mit deinen Werten einhergehen. Wenn du das unethisch findest, dann mach es nicht, aber es ist definitiv eine gute Möglichkeit. Was wichtig ist zu beachten, vor allem am Anfang, wenn du auf Fiverr wachsen möchtest, ist, nimm jeden Auftrag an. Sei dir nicht zu schade, jeden Auftrag anzunehmen, egal wie schwer er ist, egal wie viel Geld er bringt, weil am Anfang ist dein Ziel nicht großartig viel Geld zu verdienen auf Fiverr, sondern ein solides Profil aufzubauen, was hoch rankt, damit du irgendwann wirklich so viel Leadfluss hast,
dass du gar nicht mehr weißt, wie du das alles abarbeiten sollst und am Ende des Tages auch genug Geld verdienst, dann kannst du auch deine Preise erhöhen, dann kannst du auch gucken, dass da genug Umsatz und Profit dahinter steckt. Aber am Anfang sei dir nicht zu schade, jeden Auftrag anzunehmen, Reviews zu sammeln und das ganze Ding wirklich zu pushen. Dein Ziel sollte es auf jeden Fall sein, am Anfang Level 1 Seller zu werden. Ich glaube, Level 1 Seller, da kriegst du auch so ein Badge. Ich glaube, Level 1 Seller war damals, dass du 500 Euro Umsatz gemacht haben musst, 10 Reviews haben musst und 20 Bestellungen gemacht haben musst oder so. Aber check das gerne ab. Du siehst dann auch, wenn du bei deinem Dashboard bist, gehst du einfach auf Analytics, auf Overview und dann siehst du es, was du alles brauchst, um Level 1 Seller zu werden. Und das sollte dein allererstes Ziel sein, Level 1 Seller zu werden, weil dann rankst du natürlich noch besser als die, die ganz neu sind. Zum Abschluss noch extrem wichtige Sachen, die dir helfen werden, auf Fiverr sehr, sehr gut zu ranken. Der erste Punkt ist Response Rate. Also Fiverr guckt sich natürlich ganz genau an, wie schnell du auf Anfragen auf deinen Gig antwortest. Wenn du da 24 Stunden verstreichen lässt, dann ist erstens der Interessent weg und zweitens wird sich Fiverr auch merken, okay, die Person kriegt hier Anfragen, aber antwortet nicht und deswegen werden wir einfach schlechtere Reichweite geben oder weniger Reichweite geben. Wie du das machen kannst, wie du das pushen kannst, ist erstens, dass du natürlich das mental im Fokus hast und zweitens, Fiverr hat auch eine App. Das heißt, ich würde mir die App runterladen und die Push-Benachrichtigung bei dieser einzigen App aktivieren, dass wenn eine Nachricht reinkommt, du das direkt siehst, direkt hörst und einfach nur antworten kannst, hey, cool, dass du dich meldest, schilder mir doch dein Anliegen, wenn ein Angebot nicht passt. Lass uns ein eigenes Angebot für dich entwickeln, einfach nur, dass du relativ schnell antwortest. Der zweite Punkt ist, recherchiere nach guten Gigs, die Gigs, die in deiner Nische am allerbesten performen. Nimm dir mal 3 bis 5 raus und schau dir mal an, welchen Titel haben sie, welche Description haben sie, wie haben sie ihre Pakete aufgebaut und nutze von den 3 bis 5 das Ganze als Vorlage und kopiere nicht alles, aber nutze das einfach als Inspiration und geh ähnlich in diese Richtung, weil diese Gigs performen ja schon gut, die machen anscheinend schon gut Umsatz, deswegen kann das, was sie schreiben als Description und als Titel gar nicht so schlecht sein. Wichtig ist auch, dass du die Plattform kennenlernst, dass du viel testest, dass du verschiedene Gigs erstellst, wenn einer nach 2-3 Wochen nicht funktioniert, dass du den löschst und einen neuen erstellst und manchmal kannst du sogar mehrere Gigs gleichzeitig erstellen, dann nutze auch jede Gig-Position, also wenn du 3 Stück machen kannst, mach 3 verschiedene, teste die dagegen an, mach gute Thumbnails und warte und erstell ein Gig und warte nicht, dass irgendwas passiert, sondern erstell ein Gig, guck, wie du den pushen kannst, guck, dass du ihn in die Facebook-Gruppen postest, guck, dass du die Reviews auf die Gigs bekommst, weil am Ende des Tages ist Fiverr auch nur eine Plattform, aber du musst die Plattform auch verstehen und wissen, wie die Plattform funktioniert, dass du da oben gut ranken kannst. Und der letzte Punkt ist, fang an zu hustlen, fang an zu arbeiten. Wie ich am Anfang gesagt habe, das Ganze wird nicht über Nacht und das Ganze wird nicht mit einer 4-Stunden-Woche und das Ganze wird auch nicht, wenn du dir zu schade bist, kleinere Aufträge für 5 Euro anzunehmen. Das Ganze ist verdammt harte Arbeit, aber stell dir einfach mal vor, wenn du im Jahr 100.000 Euro nur über Fiverr verdienst, du kannst arbeiten von wo du willst, du kannst teilweise dann arbeiten mit wem du willst und du verdienst teilweise besser als die meisten Jobs in Deutschland. So Freunde, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Jeden Donnerstag kommt ein neues Video. Ansonsten schreibt unten in die Kommentare, wenn ihr dazu Fragen habt, wenn ich auch mal so ein Video machen soll, wie man wirklich einen guten Fiverr-Gig erstellt, schreibt das auch gerne mal rein, dann mache ich das. Ansonsten hat es mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.